Du, ich stehe jetzt hier mit Christina in Østerhørup in Dänemark. Christina, du bist Expertin für diesen Ort. Was ist so besonders daran? Oh, es gibt hier ganz, ganz viel zu tun. Hier unten ist ein Hafen, sehr viele Sportaktivitäten kann man da treiben. Man kann hier Kajak machen, Radfahren, wandern ganz schön. Es gibt schöne Fahrten hier auch. Nicht weit von Østerhorp kann man die richtigen Elchtiere hier sehen. Und wir sind ganz dicht am Majafjord, die auch für Fisch, was heißt es, Meerforellen sehr bekannt ist. Da kann man ja klar auch mit Kajak hinfahren. Und das Ort hier ist eigentlich ganz, ganz schön im ganzen Jahr. Man kann hier, also im Sommer gibt es ursprünglich zwar sehr viele Kinderfamilien hier, aber im Nebensaison haben wir für das Erwachsenenpublikum ganz viele Sachen zu tun. Also aktiv sein, Mindfulness in Natur, alles Okay. schöne Sachen Super. hier. Wenn man jetzt so viel frische Luft getankt hat, den Tag über, was kann man abends machen? Wir haben sehr schöne Restaurants hier. Man kann sehr leckeren Fisch essen. Es gibt mehrere Restaurants, wo man auch Fischgerichte bekommen kann. Natürlich gibt es auch traditionelles dänisches Essen wie Smørrebrød. Aber ganz viele Sachen eigentlich zum Essen, vom Dessert her auch große Auswahl eigentlich. Und auch nicht weit von der Ort hier entfernt gibt es kleine niedliche Stadt Maria. Mit Kopfsteinpflaster und Rosengarten, Kirche auch. So, es gibt hier eigentlich was für jeden Geschmack. Das glaube ich gerne, schaue ich mir auch gerne alles an. Vielen Dank, Christina, erstmal dafür. Bitte Ciao, sehr. ciao. Ciao.